Oh Mann. Alles klar, links. Und absetzen. Okay, wir bleiben auf jeden Fall am Fahrzeug, alle. Koda da drin. Ah, ich bin rechts am Fahrzeug, direkt am Kurzflügel. Ja, genau, ich mach mal die linke Richtung. Richtung. Ja. Ja, Leute, das ist nur eine Patrouille hier. Euch passiert nix. Ja, guckt Leute, Waffen runter. Sieht ja aus, die Armen. Die Armen hier. Wir wollen ja, dass hier auf Wochen nichts passiert. Ja, okay, verstanden. Wenn wir mit gehobenen Waffen durch die Stadt laufen, die denken ja, was wir hier für Typen sind. Warum sind die alle hier so angespannt? Ich bin dran. Salam? Ja, wer ist hier? Hier. Ah, hey, endlich einer, der uns versteht. So, Alpha 2, mal bitte dieses Gebiet hier sichern. Wo sind die Kinder? Wo sind die Schulen? Wir haben uns verstanden, die Schulen in meine Dorf. Salam, Bürgermeister. Der Rest, die Arme irgendwie im Blick halten. Beruhigen wir uns erstmal hier alle, ja? Alle genau. So. Was können wir für sie tun? Meine, ich bitte dir wieder. Ihr könnt Herr Bürgermeister. Nichts habt ihr gemacht von dem, was ihr habt uns versprochen. Wie meinen Sie das, Herr Bürgermeister? Ihr habt uns Schulen versprochen. Seht ihr Schulen? Ich nicht. Tschüss. Alter, Kinder. Herr Bürgermeister, haben Sie des Weiteren andere Probleme bezüglich Taliban oder Bedrohungen? Wir haben ja noch nie Taliban gesehen. Süden her. Ich weiß nicht. Kommen. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Bürgermeister. Okay, folgen Sie mir, aber alleine. Ich stehe unten. Ja, ich folge Ihnen alleine. Das ist keine gute Idee. Geht schon. Ich trau dem nicht. Ich bin guter Mann. Razor, komm mal mit. Ja. Der sicher. Will alleine Hallo, mit ihm reden. Bleibt zurück. Der Herr Bürgermeister wollte alleine mit mir plaudern. Hier stinkt doch was, ey. Alles klar, wir machen erstmal NATO-Rauchpause. Ey, Odium, Alter, sowas kannst du doch nicht sagen. Ja, die verstehen uns. Also, ihr drei sichert, ich mache eine Rauchpause. Nein, ich meine, dass der Bürgermeister mit Rabbit alleine reden will. Bei dem letzten Treffen, da durften wir noch jemanden mitnehmen. Hast du nicht gehört? Nein. Mann, der hat bestimmt nur Hunger auf dem falschen Hasen. Herr Bürgermeister, ich brauche wichtige... Ich muss mal eine rauchen. Hier, dann am Ort. Mir gefällt das nicht, ich sag's zum dritten Mal. Alter, was guckst du mich so an, ne? Ja, Alpha 2, Alpha 3, ihr habt sofortige Genehmigung, Sanak Bari nach Waffenverstecken zu durchsuchen. Überprüft jedes einzelne Gebäude, jedes einzelne Compound. Bei Sichtkontakt zu versteckten Waffen, kurze Meldung. Okay, wie abgemacht. Ich fahre zu einer von meiner anderen Frauen. Wenn ich wiederkomme, ihr seid fertig. Wir sind fertig. Dankeschön, okay. Herr Bürgermeister. Auf gute Zusammenarbeit. Leute, ich habe gehört, dass das Beta-Squad letzte Woche einen Mann verloren hat, weil bei der Waffendurchsuchung eine Bombe hochgegangen ist. Kid? Nicht hier bei uns, nicht hier Kannst bei uns. Ich lege Hand für ein Feuer. Dann lass die anderen Teams mal ab. Berufen Sie Ihre Männer nochmal zusammen hier. Die touchen meine Frauen an, ich glaube. Wie bitte? Ja. Hier. Hast du den S auf Uniform steht Svensson oder sonst. Svensson. Um den kümmere ich mich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Bürgermeister. Ich möchte, dass er unsere Frauen respektiert. Geben Sie uns noch 5 Minuten, dann haben wir alles durchsucht. Okay, dann okay. Lassen wir Sie in dann Ruhe. Ich fahre kurz in Nachbardorf, komme wieder. Das ist gut, wenn ich ja. wiederkomme, ich möchte... Dass ich ja, aber dann sind wir schon weg. Was cool. Eiche, schwing deinen Arsch in die SUV. Ich wiederhole. Alpha 2, Alpha 1. Beeilt euch mit der Durchsuchung. Was hab ich gesagt? Alpha 2 und Alpha 3. Beeilt euch mit der Durchsuchung von Waffen verstecken. Ihr habt 5 Minuten, um die ganze Ortschaft auf den Kopf zu stellen. Alter, weißt du, welche Häuser das hier sind? Ja, wenn etwas länger dauert, ist in Ordnung. Webbit, komm mal rüber. Ja. So, hast du bemerkt, dass der Bürgermeister ein Escalade fährt? Was? Der fährt ein Escalade. Alpha 1 Status, hier steht unter Feindfeuer. Wir haben Feindkontakt im Nordosten. Eiche, schwing den Arsch in den SUV. Unser Leader hat erwischt. Scheiße. Herr Bürgermeister. Was länger dauert.
BZ oder Ansprache? Hier Alpha Squad, der Verwundete hat beim Medivac aufgesessen. Trennung. Östlich von Sanak Barik haben wir ein Waffenversteck lokalisiert. Kommen. Ja, verstanden. Der Bürgermeister kommt zurück. Waffenkisten auf die Hamburg laden. Wir werden die zurück in die FOB bringen. Ist der Verwundete schon im Medivac? Positiv, der Verwundete hat Medivac aufgesessen. So, jetzt erstmal Hände hoch, ey. Was ist hier los? Wir werden hier laufend angegriffen. Wir hatten gesagt, 5 Minuten. Warum seid ihr noch hier? Herr Bürgermeister, hören Sie mir mal zu. Wir standen hier unter Feindfeuer. Ebenso haben wir am östlichen Ausgang Ihrer Ortschaft haben wir ein Waffenversteck gefunden. Können Sie mir das erklären? Nein, ich weiß von nichts. Das müssen die räudigen Hunde aus den Bergen sein. Ja, dann kommen Sie mal mit, dann können Sie das mit uns anschauen. Ja, ich folge Ihnen. Wieso sind in deinem Auto Militärschraubgranaten? Ja, ja, soll ich. Sind die Hände von meinem Auto. Ja. Rodion, und du bleibst hinter dem Bürgermeister. Ja. Wenn der sich wehrt, ist der platt. Das gilt für alle von euch hier. Waffe senken. Bleib ganz ruhig, Ibrahim. Kinder und Tonschi kommen. Hört! Tonschi, bewegt dich bitte sofort Richtung Groß! Tonschi, hört! Tonschi, Lettner, Tonschi, mit dem Kerzenleiter, östlichen Ortsausgang. Wenn das ein Hinterhalt ist, ja? Alpha 3 wird Abraham, Waffenkiste, dann kannst du dich von deiner Isaka verabschieden. Dann gehört deine Frau mir. Kommen Sie, Bürgermeister. Hey, Alpha 3 wird einen Schwerverletzten. Murmel ist los, down. Beweg dich. Murmel ist down. Wir haben Verluste. Ja, so verstanden. Trennung. Für jeden US-Soldaten, der hier stirbt, ist auf die Position zwei Leute abfahren. Hey, wir sollen die Waffen nicht aufmischen. Alpha 2 hat verstanden und zurück. Wir müssen jetzt hier ganz schnell vorbei. Hallo, hier Alpha 3. Herr Bürgermeister, kommen Sie mit. Wir wollten uns das Waffenversteck, die Waffenkiste anschauen. Ja, bitte sagen Sie ihm, er soll die Waffe senken hier. Er macht meine ganze Dorf. Ja, Odio, du bewegst dich jetzt vor mir. Mein Gott. Fahrt ihr mit euren stinkenden Autos, kommt mit eurer scheiß Helikopter? Rabbit, fragst du dich nicht, wieso wir hier in den Hinterhalt raten, hä? Warum wir schon zwei Verluste haben? Bleib ganz ruhig, Jüx. Kontakt. 230 Grad, mehrere Waffen. Ich hab's doch gesagt! Idioten! Alle Mann runter! Wir haben hier eine IED am Markt, ich brauche Hilfe, der Squad Leader ist down, er ist down. Ach Gott, ey, wenn ich hier lebend rauskomme. Ich wiederhole, ich brauche Hilfe am Marktplatz, der Squad Leader ist down. Alpha 2 bewegt sich in Richtung Marktplatz, wir kommen gleich von westlicher Richtung rein. Passt auf, die scheiß Taliban tarnen sich als Zivilisten. Hier die Frau, Aber ist halt gut. Sehr gut, Mäuschen. Wir kümmern uns um den. Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Status. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Junge Frau, bleiben Sie ganz ruhig. Wir haben einen Sanitäter, der wird Sie gleich erst versorgen. Gib ihr Morphium und dann lass sie liegen. Alpha 3 ist gerade dabei. Ja, ich versorge dich raus. Haben noch einen Schwerverletzten. Lageinformation. Ja, zentral der Ortschaft Sanak Bari sind wir in eine Sprengfalle reingegangen und haben diese gezündet. Haben jetzt mehrere verwundete Zivilisten sowie eigene Truppenmitglieder. Kommen. Nimm diese fette Doppelwuppe vor mir weg. Ich hab gesagt, unten bleiben. Ansonsten ist der nächste dran. Ja, vielleicht du verstehst, das ist meine Dorf. Ich mach hier, was ich will. Das Fahrzeug? Nur weil du hier James Bond Brille trägst, denkst du, bist du Fahrzeug auf West. Offiziell. Das ist stehen bleiben! Eigenes. Feuer einsteigen. Eigenes ist eigene Leute. Vielleicht seht ihr, das ist Krankenwagen. Ihr schießt doch um, bitte. Gott, da soll ich mal jemand den Bürgermeister. Der macht mich fertig, der Job hier. Was ist los, Leute? Schenkt wir Medic?
Was ja, mit den anderen beiden verletzten Odium, den Zivilisten, den sollen wir auch helfen, laut dem Schiff-Defing. Ich lebe hier in Ruhe, kommt bitte. Yusuf, hast du gehört, die nennen ihre Kinder tatsächlich Wurme. Die Situation war völlig unklar. Ich dachte, ja, das war mein Fehler. Herr Bürgermeister, können Sie laufen? Gut reagiert. Leider nicht. Bestimmt, weil die fette Sau hier hat doch mal geschossen. Herr Bürgermeister, wir werden Sie mitnehmen. Nein, niemand nimmt mich um. Kann mal jemand diese Frau hier zum Schweigen bringen? Herr Bürgermeister, Sie stehen unter Verdacht, mit den Taliban zu kommunizieren, zu harmonisieren. Nehmen Sie mit. Ja, hast du mich Schilder hochhalten gesehen oder rufen gesehen? Ich habe keine Funkgeräte hier. Dann werden Sie wohl irgendeinen Kontaktmann haben, der für diesen Hinterhalt eben gesorgt hat. Sie kommen mit. Ich geh nirgendwo hin, ich geh mit. Setz ihn den 9mm an den Kopf, dann kommt er. Kriegst du noch ein Loch, du? Ich krieg's von dann, ihr Schweine. Kriegst du noch ein Loch, du? Demlein, ich warne Sie jetzt das letzte Mal. Bleiben Sie stehen. Ich messe Fieber mit meiner MG in deinem Murmel geheilt. Ist klar, danke. Herr Bürgermeister, ergeben Sie sich. Sie kommen mit uns mit. Murmel hat sich schon Feindgerät angeeignet, so wie ich das sehe. So Leute, ich bin da mal weg. Herr Bürgermeister, schönen Abend. Sie kommen jetzt mit uns und Sie werden alles unserem kommandierenden Offizier erklären. Dann kommen Sie auch zu Ihrer Eiche zurück. Aber Sie kommen jetzt mit. Nein, nein, ich führe schon mal Beispiel an eure Kollege. Unten bleiben. 487 hier, der geht auch. Sie kommen mit. Also wenn der Typ jetzt noch mehr rummockt, dann schieße ich den wieder ins Knie. Oh, guck mal, was auf ihn gerichtet ist. Sie kommen mit. Ohne Einwände. Kommst du mit, du. Und Alter. Jetzt hör mal zu. Wenn du Mucke machst, dann denk ich die Frau dahin. Hier, einfach mach Fotos. Yüksel, Ibrahim. Player left. Herr Bürgermeister, Sie kommen jetzt mit. So, das war der Erste. Weigerst du dich Hallo. Immer noch? Es werden nicht auf Zivilisten geschossen, solange die nicht bewaffnet sind. Du siehst doch ganz einfach, dass der uns hier hinhalten will. Ich hoffe, du hast alles auf Handy. Was geht ab hier jetzt? Das war der Nächste. Was ist mit dem da? Soll der auch dran glauben oder steigt du jetzt endlich ein? Ich geb dir 3 Sekunden, dann bist du im Humvee oder der ist der Typ. Yüksel, jetzt mal kurz alle Ruhe hier. Ey, schmelle Ecke. Odium, du versorgst jetzt den Bürgermeister. Der kommt mit uns. Der Bürgermeister wird jetzt versorgt. Alpha. Nimm die Hände von mir, Alpha 2, ihr besetzt schon mal Humvee. Mann, halt mal, ey! Stopp dir mal endlich eine Birne ins Maul. Yüksel, nimm alles auf, schieb auf YouTube. Stell dir mal vor, die müssen nur die Farbe freien, ja. Alter, ich hab doch hier noch ein Stück Schweinefahren für dich. Alles klar. Achtung, Beschuss! Ich hab euch doch gesagt, der lockt uns hier in der Falle. Scheiße. Wir haben noch mehr Verwundete. Ja, wer wohl? Haben wir Feuerfreigaben? Ah, Mann, wir stehen unter Beschuss, ey! Wir haben keine Waffe! Ich wiederhole nochmal! Oh, Meister, wenn du wegläufst, bist du auch nicht geheilt. Ja, aus welcher Richtung kommt der Feindbeschuss? Mango, mal den bleiben, Mike. Ich kann sowieso noch nicht mal ein Lager haben. Ja, ich heile dich doch gerade. Die sind irgendwo dran. So, fertig. Boss, ich hab ihn geheilt. Wie sieht's hier aus? Gott, hier sind ja alle tot. Alle. Oh, fuck. Bagala, Bagala, Deutschland, Deutschland. Hab einer den Schützen gesehen?